Zack. Überraschung. Oh mein Gott, es fühlt sich nach all der Zeit jetzt mit den unnötigen Dreipunktlandungen so gut an, wieder in seiner Powerrüstung springen zu können. Ich glaube, das war auch dann der Grund, weswegen ich auf Kurzschluss die kritische Treffertaste auf eine separate Taste unbedingt legen wollte, weil da jeder Sprung, der aus Versehen getätigt wurde, halt zu so einer Dreipunktlandung geführt hat, sofern wir die Powerrüstung getragen haben. Das war irgendwann zu viel für meine Nerven. Aber jetzt ist alles wieder gut. Die kritische Taste ist da, wo sie hingehört. Auf der Leertaste. Was waren das für Zuckerbomben? Gute Zuckerbomben, die strahligen. Nein, gleich wegfuttern. Ist viel los, Mensch. Richtig viel los. Pfeffer, gibt's hier Pfeffer? Eventuell Pfeffer hier. Aber ein Plastiklöffelchen. Kein Zucker, noch ein Plastiklöffelchen. Aber wir haben ja, ne, wir haben ja eigentlich genug Pfeffer. Quatsch. Ja, sehr gut, Leo. Wir haben ja eigentlich genug Plastik. 35 Großmengen. Die müssen wir erstmal umsetzen. Wir könnten ein paar verkaufen. Nicht jeder hat so viel Plastik. So, Kisten. Gucken. Ist bald vorbei. Wir müssen Hände machen. Ich geh hier mal gucken. Oh, Kiste Nummer 3. Schön. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, ob wir alle Kisten gefunden haben. Wird ja nicht angezeigt. Ich glaube, das wird auch am Ende der Mission nicht gesondert aufgeführt. Und die wissen das jetzt auch nicht, ne? Die Mitspieler. Wenn die ebenfalls keine Missionsanzeige hier haben, dass wir schon 3 Kisten gesammelt haben. Komm schon. Ist das der finale Sprint? Echt jetzt? Flop. Blaue Kiste. Wo habt ihr euch? Wir haben sie alle gefunden. Schon wieder. Und ich habe die ganze Zeit solche Angst gehabt. Aua! Das war direkt neben meinem Ohr. Frechheit. Aber die Bärenmäntel hat's wirklich nicht mehr, ne? Hi. Katsching, ihr miesen Blutadler. So, und jetzt Wechsel. Klopperina 2000, auch wenn sie nicht vollständig gebufft sind, weil wir gerade Full Health unterwegs sind. Aber ein bisschen können wir ja was dagegen tun. Mit giftigem Wasser, wenn ich mich recht erinnere. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Trotzdem, oh Gott, wie stark ist denn mal bitte diese Waffe? Übel. Wir gehen rein. Vielleicht gibt es heute 5 Kisten. Möglich ist alles. Das ist 476. Keine weiteren Blutegel mehr. Ich meine Blutader. So. Und die von der Härteprüfung waren Rostadler. Nicht verwechseln, ne? Und das mit dem verschnupften Rostadler hatten wir auch schon, ne? Die Rotzadler? Weiß ich nicht. Ein schöner Axelwitz. Wir haben's! Nice! Mission erfolgreich überstanden und ich bin im falschen Tunnel. Ja, oder komme ich hier noch irgendwie nach links? Ihr schafft das! Ihr findet den Weg raus! Wartet nicht auf mich! Aber wir sollten hier raus, bevor noch mehr. Oh Gott! Der hat sich gerade bewegt, das habt ihr auch gesehen, ne? Durch die Wasserwoge, das habe ich noch nie zuvor gesehen. Oh mein Gott, ich muss hier ganz schnell raus. Alter Schwede, wie creepy. Ich muss mal wieder ein richtig gutes Horrorspiel spielen. Madison soll ganz cool sein. Mal gucken. Irgendwas in die Richtung. Vielleicht, wenn ich für den Urlaub genug aufgenommen habe. Kann ich ja sowas mal komplett aufnehmen. So als Einteiler. Dankeschön. Aber jetzt erstmal raus hier aus dem Big Bend Tunnel. Reiseloadout. Ich kann die Karte nicht öffnen. Jetzt geht's aber. Noch ein legendärer Gegner. Wir müssen Rüstung, Waffen oder Powerrüstung reparieren. Eine Sekunde. Hier ist doch bestimmt irgendwas kaputt gegangen. Fantastic. Doppelreparatur. Weil sie es verdient hat. Dankeschön. Und verbesserte Reparatur. Gorgi, nein. Globarina auch nicht. Eine Sekunde. Hier ist doch bestimmt irgendwas von uns im Eimer. Unnachgiebig. Hier. Da.
von der Powerrüstung bitte verbessern. Und schon fertig. Weiter, 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 weiter. Modifiziere eine Waffe. Ja, und dann noch der legendäre Gegner. Aber erstmal modifizieren wir jetzt die Waffe. Bei uns im Camp. Aber keine von unseren richtigen Waffen. Die sollen natürlich so bleiben, wie sie sind. Popcorn, Glück abholen, Glücksspiel. Legendäre Scheine sind immer noch... Na gut, wir müssen den Kram mit uns rumschleppen. Fürs Erste, Waffen modifizieren. Da drüben natürlich. Aus der Rüstung bitte aussteigen. Jupp. Nice. Hi, hi, hi. Bastel-Loadout. Lampe an. Wir haben jetzt nicht zufällig irgendeine Billigwaffe gekriegt als Gegenstandsbelohnung. Doch, den Fleischerhaken. Ich wusste es, warum wir den mitnehmen. Ich wusste es. Ach, Schande. Was fehlt uns? Ach, Nahkampfkrieger Rang 3. Das lässt sich einrichten. Bitte raus hier. Nahkampfkrieger Rang 3. Ja, wir brauchen noch mehr Punkte. Nur jetzt, gerade eben. Nahkampfkrieger. Ist es die Karte hier? Echt jetzt? Wirklich? Are you serious? Are you sure about that? Na, geht doch. Dankeschön. Schon fertig. Aber gleich zerlegen, bitte. Brauchen wir nicht wirklich. Das kann auch weg. Okay, legendärer Gegner. Idealerweise bei einem Enklaven-Event, wenn wir Glück haben. Einsturzgefahr. Nee, Lightworth. Nee, warte mal. Verlorene Verbindung, Harbors Ferry. Haben wir da nicht schon dreimal in dieser Aufnahme? Aber, naja, das Enklaven-Plasma-Gewehr ist schon wichtig, ne? Da müssen wir uns jetzt durchbeißen. Also manche Events ploppen echt häufig auf. Und andere dann so eher weniger, wa? Kann das sein? Ich muss mich verstrahlen. Ich möchte hier nicht unblutig durch die Gegend laufen. Er will nicht aussteigen aus seiner Powerrüstung, die ich nicht trage. Guten Morgen, Leo. Verstrahlte Grüße. Komm schon, komm schon, komm schon. Und nochmal bitte. Weil es so viel Spaß macht. Wir checken gleich auch nochmal die Buffs. Dafür haben wir uns ja welche zubereitet, Mensch. Okay, den Rest machen wir mit Nahrung. Hellcat-Rüstung wieder raus, bitte. Oh, da kommt einer. Schnell! Schnell! Steig ein. Schneller als sonst. Oder brauchst du eine extra Einladung? Eine schriftliche? Köpfchen! Na, geht doch. So. Ach, hier ist schon einer. Das ist gut. Was sagen die Buffs? Effekte. Die kleinen Sachen können wir nehmen, außer Cranberry-Soße. Flaschenkürbissuppe. Hirnpilzsuppe. Mutterbeerensaft. Und das war's auch schon, ne? Salami-Brötchen. Nein. Das nicht. Und den Rest bitte verstrahlen mit Fleisch und Gemüse. Dankeschön. Auf geht es! Wobei eigentlich Harper's Ferry ohne Rüstung, ne? Damit wir hier besser rumjetten können. Nein, nein, nein. Wir haben noch Fusionskernenergie. Ich genieße die Zeit in der Hellcat. Hi. Oh mein Gott, das fühlt sich so anders jetzt an, das Spiel mit den richtigen Buffs. Vorsichtig, der Lauf vom Geschütz. Das ist übel. Ach, ist schon durch. Jetzt kommen noch die Gegner. Das ging aber schnell. Legendary! Der Schatzsucher, noch viel besser. Stimmt, das fängt ja heute um 18 Uhr an. Also, läuft jetzt gerade. Das war ein legendärer, ne? Ja, aber total. Was war das für ein Unterhebelgewehr? Anstacheln, komm schon, mit Explomonie. Komm schon, zeig's an. Des Fanatikers. Pfeffer? Hier vielleicht? Nein. Okay. Nicht so schlimm. Vielleicht da in dieser riesigen Kiste. Ah. Jawohl, ja. Und wir bekommen noch obendrauf einen blutbefleckten Flammenwerfer. Alles klar. Alles klar. Wir können nach Hause. Na, was ist denn hier los? Wo ist denn der ganze Schnee hin? Und warum sah mein Camp bitte gerade so komisch aus? Die Klingel ist aber noch da, ne? Oh ja, hängt aber wieder an anderer Stelle. Verstrahlte Grüße, meine werten Ödländer. Ich bin zurück aus dem Urlaub. Also, naja, ich war ja nie wirklich weg, ne? Aber jetzt bin ich jedenfalls wieder da. Aber das wird uns jetzt hier nicht lange aufhalten. Denn wir haben richtig viel zu tun und ganz wenig Zeit. In 4 Tagen
In 4 Tagen endet die Season und wir müssen noch wie viel spielen? Ach, guck mal, wir sind ja fast fertig. So als ob ich Offcam so ein wenig weitergespielt habe. Womit wollen wir die Season beenden? Mit einer Daily Ops? Ich glaube, wir sollten uns mit nichts weniger zufrieden geben. Na, was ist denn heute? Full Health Daily Ops. Van de Klop, ich höre deinen Namen. Erstmal hier wieder ein bisschen reinkommen. Das ist das erste bisschen überhaupt, was ich jetzt an Sachen Videospiele nach dem Urlaub spiele. Man muss erstmal wieder reinkommen, ne? Ich habe die Schneemod deinstalliert, weil bald kommt ja das große Update mit The Pit und so. Ich wage zu vermuten, dass es da irgendwelche Komplikationen gibt. Ich habe auch andere Mods deinstalliert, aber nicht wegen The Pit, weil, naja, wir hatten das ja schon in den Kommentaren vermutet gehabt. Wegen meiner Aufgabenanzeige. Ja, es war wirklich ein Mod-Konflikt. Ist alles wieder in Ordnung. Und darüber hinaus habe ich noch eine andere Mod installiert, die ich gleich zeigen kann, weil wir ja mit Van de Klop spielen. Aber erstmal legen wir Klopperina ab. Rachi habe ich umbenannt. Das ist die Rache von Foundation. Mir war nur wichtig, dass jetzt vorne ein Rautezeichen steht. Brauchen wir aber nicht mitnehmen, weil wir diese Daily Ops nicht blutig spielen. Wen wollte ich einpacken? Genau, Van de Klop mit neuem Look. Guckt euch das mal an. Ein schön gemoddetes Skin. Ich glaube, wenn ich mich jetzt nicht irre, ist das... Oh, habe ich auch gerade gesehen, die Strahlenschlägerei. Verdammt, da kommt doch keiner mit in die Daily Ops. Und so uneingespielt sollte ich da... Naja, warte mal, kriegen wir den Level hin? Planänderung? Naja, wenn wir uns Mühe geben, haben wir noch Cranberry-Soße. Wir werfen den Plan über Bord. Wir futtern alles, was wir da haben. Ist nicht viel, aber immerhin etwas. Ich habe nur eine schnelle Convenience-Tour in der Off-Cam-Aufnahme-Session gemacht. Weil die große mache ich natürlich nur mit euch zusammen, weil es so schön ist. Okay, alles wieder zurück auf Anfang. Wir nehmen doch mit wieder. Klopperina 2000 und Rachi. Rachi gibt aber bald den Geist auf, habe ich gerade gesehen. Haben wir genug Munition zufällig da? Wir hätten auch genug Fusionskerne. Aber ja, 1900 Schuss. Alter Schwede. Plasma-Kartusche Ultrazit war jetzt wofür nochmal? Kann ich gerade gar nicht deuten. Ich bin so raus. Sind meine Lampen alle noch an? Schön, dass ihr wieder hier seid. Schön, dass ihr gar nicht weggegangen seid. Ich habe immer schön Kommentare mitgelesen. Und sofern ich konnte, geantwortet. Fantastisch. Was habe ich das vermisst? Vor allem mal ohne Schnee wieder. Ihr habt das ja euch auch ein paar Mal gewünscht gehabt. Ich glaube, wir sollten rübergehen, ne? Sonst verpassen wir das Event. Wir haben alles soweit mitgenommen. Glücksspiel, Glück abholen. Und dann bitte einmal rüber. Oh, wir haben ja 15.000 Kronkorken. Eine Sekunde. Haben wir noch legendären Kram zum Abgeben? Nö, gut. Naja, gut, ne? Aber wir müssen schon ordentlich knappern, ne? Damit wir jetzt den Level bekommen. Ein Glück hatten wir noch. Hatten wir noch so ein bisschen Cranberry-Soße. Fast gammelig, aber hey, ne? Wen stört? Solange es bufft, bufft es. Los! Frameshift! Na, wird schon geballert. Ist die Musik an? Ja. So, einmal bitte ins Klopperina-Loadout. Was natürlich jetzt... Hä? Hallo? Klopperina? Ja, geht doch, ne? Brauche immer eine extra Einladung. Und was sehe ich da bitte gerade? Wir sind von irgendwas abhängig. Das ist sehr, sehr ungünstig. Super ungünstig. Wir haben jetzt nicht zufällig Adektol dabei, oder? Oh Mann. Da müssen wir uns drum kümmern. Welche Psychos sind hier gerade ausgewählt? Psycho-Tats, das sind die... Die Bloody, genau. Die Bloody-Dinge. Wo war der Knopf dafür nochmal? Ah, sehr schön. Aber habe ich ein bisschen zu früh genommen, ne? Hier geht die Action auch gar nicht los. Ich glaube, die Warterei können wir uns hier alle ersparen. Ich wink mal in die Runde. Und dann gibt's gleich die Action. Ach, da hatte doch schon jemand losgequatscht gehabt. Ballistic Bock. Auf der 6, ne? Auf der 6. Habe ich überhaupt... Auf der 7, Entschuldigung. Ich nehme alles zurück. Ich stehe hinter dir, okay? Wir halten zusammen. Ich gebe dir Rückendeckung. Action. Oh, es wird alles angezeigt. Ich habe auch, also... Es lag
an einer veralteten Version des Perk Loadout Managers, weswegen mir hier die Aufgaben nicht mehr angezeigt wurden. Und lustigerweise war das eigentlich nicht der einzigste Anzeige... Oh Gott, ich bin so raus. Nicht der einzigste Anzeigefehler, den ich hatte. Ich habe nämlich erst vor kurzem in dieser Off-Cam-Aufnahme oder ohne Aufnahme-Spiel-Session habe ich erfahren, dass die Funkabfänger in den Daily Orbs von Verschlüsselung war das, ne? Irgendwie, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Dass die angezeigt werden. Und ich habe mir die ganze Zeit die Locations davon, also die Orte, die Stellen, wo die stehen, an den verschiedenen Locations versucht zu merken, aber die werden einfach mal angezeigt. Und das bestimmt schon über ein Jahr oder so. Aber ich hatte das ja auch schon mal erwähnt gehabt, ich spiele mit einer uralten Version des Perk Loadout Managers, weil eine neuere hatte dann irgendwann nicht mehr funktioniert gehabt. Und dann habe ich gedacht gehabt, naja, bis irgendwelche Probleme entstehen, kann ich ja die alte Version nutzen. Und da waren sie dann, die Probleme. Jetzt habe ich die top-notch aktuellste Version, aber ich musste noch so einiges anderes überarbeiten, zum Beispiel auch unsere Vault Girl Mod. Aber ansonsten läuft alles. Ich hoffe, die Terminators auch wieder. Das konnte ich jetzt gar nicht ausprobieren. Aber wäre auch nicht so wild, ne? Wie gesagt, die größeren Mods, wie zum Beispiel die Schneemod, habe ich jetzt einfach mal rausgelassen, weil das könnte wirklich für Probleme sorgen mit dem neuen Gebiet rund um The Pit. Und das wird hoffentlich sehr, sehr großartig. Das wird echt, doch, da gehe ich jede Wette ein, dass das cool wird. Also ich habe schon so latent negative Meinung gehört, wie von wegen, ja, das sind einfach nur neue Daily Ops. Wie bitte neue Daily Ops? Geil, sage ich dazu. Ich freue mich drauf. So wird der Gameplay-Loop um die schönste Sache überhaupt hier in Fallout 76 erweitert. Um weitere Daily Ops. Variations-Daily Ops. Aber jetzt müssen wir uns erstmal konzentrieren. Schön, dass das alles angezeigt wird. Das ist sehr cool. Da muss ich erstmal drauf klarkommen. Ach meine Güte, Fallout 76, was habe ich dich vermisst? Echt mal, ne? Ja, also ich habe ein bisschen zu viel aufgenommen. Eigentlich bin ich schon 4 Tage wieder zurück. Aber, naja, so konnte ich mich auch gleich wieder so ein bisschen akklimatisieren. Es war sehr warm. Ich habe mir den Sonnenbrand meines Lebens geholt. Aber wirklich, ich pelle mich heute noch. Kann ich ja mal kurz einblenden? Nein, war ja nur Spaß jetzt. nee, wirklich. Ich hatte so einen klimatechnischen Jetlag gehabt. Aber heute geht's schon wieder. Heute geht's schon wieder. Und ansonsten, wie gehabt, ne? Fallout 4 ist in Arbeit. So Mitte September, kann ich ja schon mal lose ankündigen, geht's los. Ich wollte noch so ein halbgares Intro zusammenschustern. Wollte mich jetzt dafür aber auch nicht fertig machen. Schließlich geht ja auch The Pit und so los. Da möchte ich auch anfänglich ein bisschen mehr spielen. Und Division kriegt auch eine neue Season. Es ist jede Menge zu tun. Und wir haben wie immer sehr, sehr wenig Zeit. Aber wir werden das Kind schon schaukeln. Oh, irgendwer sammelt hier tatsächlich, ne? Wir bekommen hier die Bonusgegner. Sehr gut. Das freut mich. Gute Arbeit, meine Freunde. Meine verstrahlten Freunde hier. Achso, Team, genau, für mehr EP. Ach du Schande. Bin ich raus. Ich war nie wirklich drin. Daumen, ja, sehr schön. Aber der Service Rifle Skin für Thunderclub sieht auch sehr, sehr cool aus. Das Vorschaubild sieht so ein bisschen schlecht texturiert aus. Aber wenn man das Ding dann in der Hand hat, dann ist cool. Da sieht das Ding knackscharf aus. Und dann wollte ich eigentlich noch so eine andere Mod installieren, aber Nee, das lasse ich mal lieber. Vielleicht mal aus Testgründen einmal kurz zeigen oder so. Da kann man das Mündungsfeuer von verschiedenen Waffen ummodeln. Man könnte zum Beispiel Klopperina jetzt so ein Mündungsfeuer verpassen, dass es aussieht, als ob sie mit Elektromuni schießt oder so. Aber ist jetzt auch nicht unbedingt notwendig. Aber lustigerweise können wir das ja irgendwann mal zeigen. Aber ich gucke erst mal, ob die Mod nicht vielleicht nach dem nächsten größeren Update
ein Update bekommt. Also nach dem The Pit Up. Ja, genau. Schön. Flutscht ja, Mensch. Haben wir den Level? Ne, den packen wir gar nicht. Aber ich habe Punkte bekommen trotzdem. Wir haben's. Yay. Season beendet. Nice.